So viele fremde Gesichter. Na, das ist doch... Ich erkenne eine Magieblockade, wenn ich sie sehe. Und solange die aktiv ist, wird das mit der Barriere nichts. Ich verstehe euren Aufruhr, aber Befehl ist Befehl. Es tut mir leid. Was geht hier vor? Der Sonne sei Dank, Arantheal. Ich versuche eurer Kommandantin hier gerade zu erklären, dass diese Kopfschmerzen kein Zufall sind. Vergebens. Großmeister? Charim hat recht. Irgendetwas geschieht hier. Wir... Was zum... Die Nerimesen sind in der Stadt. Sie sind verflucht nochmal in der Stadt. Prophetin, hierher, los! Was hat das zu bedeuten? Die Nerimesen. Sie sind in der Königsbucht. Ihre Schiffe, sie waren plötzlich da. Ich verstehe das einfach nicht. Plötzlich da? Wollt ihr uns allen Ernstes erzählen, dass eine ganze Flotte in unseren Hafen gefahren ist, ohne dass es irgendjemand bemerkt hat? Natürlich. Sie haben einen Unsichtbarkeitszauber um ihre Flotte gelegt. Und die Magieblockade sollte uns daran hindern, es zu sehen. Ein guter Plan. Und dank dem überaus fähigen Militär hier auch einer, der gut aufgegangen ist. Passt auf, was ihr da sagt, Wildmagier. Niemand. Es ist egal, wie es passieren konnte. Wir müssen reagieren. Charim, ist der Zauber für die Torbarrieren bereit? Der am Haupttor, ja. Aber dank der Magieblockade konnten wir ihn nicht ausführen. Soll ich das Signal geben? Ja, sie wollen Panik und die werden wir ihnen nicht geben. Aktiviert die Barriere, dann stoßt zu uns. Soldat, ihr sagtet, die Nerimesen sind bereits in die Stadt eingedrungen. Wie weit? Bis zum Hafendistrikt, glaube ich. Sie haben das Hafentor überlaufen, bevor wir erschießen konnten. Aber Kommandant Harleyan hat sich am Tor vom niederen Viertel verschanzt. Lange wird er es aber nicht halten können. Gut, Kommandantin, positioniert eure Soldaten auf den Zinnen und haltet die Nerimesen mit Pfeilen vom Tor zum Markt fern. Und ihr, Prophetin, begleitet mich dorthin. Wir werden den niederen Distrikt befreien und das Hafentor sichern, damit Charim dort auch die Barriere platzieren kann. Dann ist zumindest das Herz der Stadt sicher. Ihr werdet kämpfen? Oh ja. Jetzt geht. Die Zeit rennt. Verstanden. Soldat, kommt mit mir zur Kaserne. Seid ihr bereit? Magie vermutlich. Mir sind Gerüchte über Koareks stummen Leibwächter zu Ohren gekommen. Aber darüber machen wir uns später. Gut, dann zum niederen Viertel. Bastarde. Dafür werden sie zahlen. Hosenband. Auf zum Marktplatz. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Sie haben Agenten in die Stadt eingeschleust. Natürlich. Kommt denn jetzt plötzlich diese... Wohin? Der Schattwachenrüstung.
bist du, Arantial? Na, egal. Ab zum Siebtviertel. Oh, wir haben schon Mitternacht. Egal. Ah, da bist du. Stark sind. Lächerlich. Wundert mich wirklich. Es ist mir egal, was ihr denkt. Sichert das Tor, verflucht. Wachtmeister Harian. Wer? Großmeister Arantial. Es ist mir eine Ehre. Die Ehre ist meinerseits. Wie ist die Lage? Schlecht. Die Nirimesen sind bereits zu Dutzenden hinter diesem Tor und bringen Ramböcke in Position. Dann werden wir sie beseitigen. Wenn wir das Hafentor gesichert und die Magier es mit der Barriere versiegelt haben, ist jeder Weg in die Stadt dicht. Ihr und eure Männer hier, sind das alle? Verstärkung ist auf dem Weg, aber für den Moment, ja. Ich, vergebt mir mein Versagen, Herr. Wir hätten es kommen sehen sollen, aber es ging alles so schnell. Ich weiß. Jetzt los, wir fallen aus. Jede Sekunde, die wir warten, spielt dem Feind in die Hände. Ja. Jawohl, Herr. Gardisten, der Großmeister zählt auf uns. Und damit auch Malfas. Macht eurem Namen Ehre. Jawohl. Los! Gut, gut. Dann lass mal ein bisschen die Typen da tut, was der Großmeister sagt. Er ist der Einzige, der uns so zack und gib mir zweimal gleich in den So. Wir haben alles nichts Spannendes dabei. Das ist schade. Jetzt schließt das Tor! Niemesische Kapuze. Die sehen zwar geil aus. Jawohl! Sie klemmt, Wachtmeister! Was? Was soll das heißen? Könnten die Nirimesen den Schließmechanismus irgendwie sabotiert haben? Sabotiert? Ich? Natürlich, das muss es sein. Was sollen wir... Die Schließmechanismen für das Gitter befinden sich auf zwei Seiten der Mauer, im Inneren, richtig? Ja. Ja, Meister, das tun sie.
Gut. Prophetin, wir beide werden die Kurbeln wieder in Gang setzen. Wachtmeister, ihr und eure Männer werdet so lange die Neremesen vom Tor fernhalten. Nutzt dazu den Feuerspucker aus dem Lager. Wir werden euch das Signal zum Rückzug geben, wenn es soweit ist. Habt ihr verstanden? Jawohl. Gidon, Ulmer, bringt die Kanone in Stellung. Zeigen wir diesen Bastarden, was es bedeutet, sich mit den Göttern anzulegen. Wir werden euer Signal erwarten, Großmeister Arantheal. Möge sein Licht euch leiten. Und euch. Folgt mir, Prophetin. Ja. Ab zum Torhaus. So. Es sind insgesamt zwei Kurbeln, die das Fallgatter kontrollieren. Die eine erreicht man, indem man dem Gang links folgt, die anderen durch den rechts. Okay. Ich bin mir sicher, dass sie das gerade versuchen, aber so schnell geht das nicht. Ja, endlich. Die Arca-Verteidigungsanlagen, Prophetin. Ja. Können wir... Wie gesagt, mein Wissen ist begrenzt. Ja. Wisst ihr, man muss über keine übernatürlichen Gaben verfügen, um das zu spüren. Ihr hattet es sicher auch schon mal. Oh. Soll ich hier das... Ein paar Groschen. Da sind sie! Kidon! Mara! Ladet den Feuerspucker! Du bist mein Licht! Mein Schimmer am Horizont, eine... So. Hey, aua! Objekte, Genesungstrank. Oh ja. Für die Freiheit der Menschen. So. Wir haben ja nicht viel Schickes dabei, aber die sind ziemlich schlimm. So. Lass mal ein bisschen Krustenbrot essen. Und ich dachte schon, das wird heute gar nichts mehr. So, was hast du denn dabei? Alte Maske. So gut, wir können wieder zurück, oder? Ja. Gut, ab zum Rückzug.